Herzlich willkommen zum Versuch Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung. Ihr kennt mich ja schon, mein Name ist Michael und ich werde euch ein bisschen was Allgemeines zuerst über den Versuch erzählen. Es geht im Grunde bei der Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung darum, die Geschwindigkeit von Molekülen in einem Gas zu bestimmen. Und die ist ziemlich schwer zu messen und aus diesem Grund haben wir hier einen Modellversuch aufgebaut. Und in diesem Modellversuch ersetzen Glaskugeln die Moleküle in der Luft und die Bewegung wird simuliert über eine Rüttelplatte, die diese Glaskugeln in eine schnelle Bewegung versetzen. Und die Geschwindigkeit wird dadurch gemessen, dass wir die durch ein kleines Loch fliegen lassen. Und je nachdem, wie weit sie fliegen, können wir die Geschwindigkeit daraus ermitteln. Und damit messen wir dann die Verteilung. Das ist jetzt erstmal das Allgemeine und zur konkreten Durchführung wird euch jetzt Christian mehr erzählen. Mein Name ist Christian und für den Versuch brauchen wir vier Komponenten. Zum einen, wie Micha schon erzählt hat, die Rüttelplatte mit dem geschlossenen System für unsere Glaskugeln und dem angeschlossenen Motor. Hier unseren Kugelfänger und unsere Zähleinheit. Für den Motor brauchen wir noch ein Netzteil, um die Spannung regeln zu können und eine Frequenz einzustellen. Diese Frequenz überprüfen wir dann wiederum mit einem Stroboskop. Im ersten Durchführungsteil benötigen wir 400 Glaskugeln und unsere Probenkammer. Wir füllen die Glaskugeln ein und schalten dann das Stroboskop und unser Netzteil ein. Wir stellen die Frequenz des Stroboskops auf 50 Hertz ein. Nun passen wir die Geschwindigkeit der Rüttelplatte an, um auf 50 Hertz zu kommen. Wir müssen so lange justieren, bis wir fast eine stehende Welle erreichen. Für den ersten Versuchsteil müssen wir die Anzahl der Kugeln, welche pro Minute unser Volumen verlassen, bestimmen. Dafür haben wir die Frequenz eingestellt und öffnen dann jetzt gleich den Ausrutschspalt für eine Minute lang und zählen dann die Kugeln, welche pro Minute unsere Einheit verlassen haben. Bei drei Versuchen kam dann jeweils diese Menge an Kugeln raus. Im Schnitt sind dies ca. 25 Kugeln pro Minute, die unser Probenvolumen verlassen. Für den Hauptversuch füllen wir wieder 400 Kugeln ein, stellen wieder auf 50 Hertz ein. Nun öffnen wir den Austrittsspalt für 10 Minuten. Nun kommt zum Tragen, warum wir die Kugelauslaufrate pro Minute bestimmt haben. Denn pro Minute müssen wir diese Kugeln wieder nachfüllen. Das bedeutet, für unseren Versuch füllen wir nun pro Minute wieder 25 Kugeln nach. So, nun geht es erstmal im Zeitraffer weiter.
Nach 10 Minuten können wir nun den Motor ausschalten, die Rillen überprüfen, ob weitere Kugeln sich dort verfangen haben und danach beginnen, die Kugeln zu zählen. Danach folgt die Auswertung. Das ist die Ausbeute an Glaskugeln pro Fach für eine Messung. Diese Messung wiederholen wir 4-mal, um eine signifikante Statistik zu erreichen. Kommen wir nun zur Auswertung. Folgende Formeln werden für die Auswertung benötigt. Zum einen die Geschwindigkeit der Glaskugel. Mit der Wurfweite S bei einem Zentimeter pro Sektor, der Gravitationskonstante G und dem Höhenunterschied zwischen Austrittsöffnung und dem Kugelfang H mit 6 cm. Die Formel für die grafische Darstellung ist 1 durch die durchschnittliche Summe aller Teilchen pro Messung mal der durchschnittlichen Kugelanzahl geteilt durch die Geschwindigkeitsdifferenz pro Sektor. Um nun die Form der gemessenen Geschwindigkeitsverteilung mit der theoretischen Form der Maxwell-Boltzmann-Verteilung zu vergleichen, muss die Funktion für die Maximalgeschwindigkeit nach der Temperatur umgestellt und in die Maxwell-Boltzmann-Verteilung eingesetzt werden. Hiernach sollte diese nur noch von V und Vmax abhängig sein, da sich die Boltzmann-Konstante und Masse kürzen lassen. Ich habe euch die beiden Ursprungsformeln noch einmal hier aufgeschrieben. Der Wert von Vmax kann über den Sektor mit den meisten Kugeln bestimmt werden. Hier seht ihr nun die beiden Tabellen für Versuchsteil 1 und Versuchsteil 2. Die erste Tabelle zeigt die Auswürfe pro Minute für die jeweiligen Messungen an und den dadurch errechneten Durchschnittswert. Diesen Durchschnittswert von 25 Kugeln mussten wir pro Minute bei Versuchsteil 2 in den jeweiligen Messungen hinzugeben. In Tabelle 2 seht ihr die jeweiligen Messwerte, also die Kugelanzahl pro Sektor, pro Messung und den errechneten Durchschnitt daraus. Zu euren Aufgaben. Zum einen die grafische Darstellung der durchschnittlichen Kugelanzahl pro Sektor. Des Weiteren müsst ihr die Tabelle mit den Werten für die Strecke S, die Kugelgeschwindigkeit pro Sektor V und den errechneten Werten für die experimentelle und die theoretische Geschwindigkeitsverteilung fortführen. Des Weiteren wäre es gut, wenn ihr die Beispielrechnung für die tabellarischen Werte darstellen könntet. Des Weiteren, als Endergebnis sozusagen, dient die grafische Darstellung der experimentellen Geschwindigkeitsverteilung im Vergleich mit der theoretischen Geschwindigkeitsverteilung. Als kleine Hilfestellung habe ich euch hier die Graphen für die Kugelanzahl pro Sektor, die durchschnittliche Kugelanzahl pro Sektor und den Vergleich der theoretischen und der experimentellen Geschwindigkeitsverteilung dargestellt.